Messer. Scheiße. Ui, Quatsch. Schön gemacht. Oh Mann. Ignoriere den Schmerz. Ausruhen kannst du dich, wenn du tot bist. Eben, Blazkowicz. William, hörst du mich? Wenn du auf der 5th Avenue bist, muss das State Building ganz nah sein. Okay. Können wir froh sein, dass das keiner mitbekommen hat. Hier war noch was. Limit erreicht. Ach, hier könnte ich mir noch mehr Beile mitnehmen können. So, hier haben wir auch kein Limit mehr. Okay. Wir haben wieder hier der Generäle. Und den ausschalten. Kann ich hier durch? Ne, jetzt wäre eine Karte noch versteckt gewesen. So, braucht man nicht. Da ist nochmal Gold gewesen, hey. Man findet plötzlich so viel Gold. Das wäre mir doch vorher aufgefallen, oder nicht? Ich glaube, ich höre schon wieder eine Drohne. Könnte das sein? Okay, guck einfach nicht runter. Ups. Er hatte wohl leichte Schmerzen. So, nehmen wir das mal mit hier. Ich bin nicht da. Vielleicht nicht. Oh. Ich will kein Akimbo, Mann. Stirb, Drecksau. Ist im Weg. Stirb. Die Drohne, da ist die Drohne. Blöden Drohnen. Also mein MG. Ist noch einer? So, mein Gott, ey. Blöden Nazi-Wichser. So, gib mir mal deine Enigma-Karte hier. So. Mama, du hast mir Postkarten gezeigt. Von deiner Familie in New York City. Wir wollten hin. Nur wir beide. Soll ich hier runter? Ah, ja, na, Großer. Willst du sehen, was der alte Mann drauf hat? Nein, wollen wir nicht rausfinden. Wir gehen erstmal hier lang. Ups. Ich hasse es, wenn er... Geh aus der Akimbo raus! Oh mein Gott, ey. Na, jetzt soll ich mich den Kommandanten nicht mehr. Und der dicke Willi wieder. Da habe ich überhaupt keinen Bock auf den dicken Willi. Der dicke Willi hat, will ein bisschen Stress haben. Also wenn wir gucken irgendwie. Rüber rein. Okay. sie soll alle Kommandantin. Das ist der Kommandante. Ich muss mir vorstellen, dass das Ding irgendwie noch das Gebäude anreißt. Munition alles voll, okay. Hey, Job One Parts, hey. Finde einen Weg zur Spitze des State Buildings und nimm Kontakt mit der Widerstandsgruppe auf. Such nach Aufzügen, Treppen oder so. Die Strahlung dürfte oben im Gebäude nachlassen. Deine Stimme, Anja. Das ist ein Hund. Zu jeder Zeit. Wie Balsam. Ah, hi. Au, schön. So, Munition, so. Das haben wir schon mal geklärt. Stirb. Nazi, Wichser. So. So, das mitnehmen, was wir finden können. So, dann haben wir immer noch den Typen da, ne? Rumhocken. So, geh da hin. Das ist der Große. Du bist nicht der Große. Da ist den Großen doch. Können wir den aber kaputt kriegen? Scheinbar schon. Boom. Muss los, Blazkowicz. Mir die Eingeweide rausfallen. Wie ein Zombie. Ein Kompensator hier mitnehmen. Bam, bam, bam. So, haben wir doch gut gemacht. Befreien wir New York mal eben schnell von den Nazis. Okay, da steht. Blub, blub, kaputt. Sehr schön. Hier haben wir noch was. Noch irgendwas. So. Aufzugstüren. So, da haben wir hin. Sollen wir doch gar keine Überraschung haben. Und hier sollen wir hoch. Okay, dann gehen wir hier hoch. Wer zum Teufel sind Sie, Weißbrot? Ganz ruhig. Zuerst mal möchte ich klarstellen, dass ich nicht zum Regime gehöre. Was? Sie gehören zum Regime? Nein, 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 ich gehöre nicht zum Regime. Nicht zum Regime, klar? Wenn Sie kein weißer Faschist sind, dann sind Sie entweder ein Farbiger oder Abweichler. Da Sie keine Farbe haben, sind Sie wohl ein Abweichler. Sieht so ein Abweichler aus, Grace? Nö. Hey, Augenblick mal. Ich bin vielleicht kein Abweichler, ich aber hab doch gesagt, er ist vom Regime! Oh, jetzt reicht's. Jetzt schon! Ich sag's nochmal. Ich bin nicht vom Regime. Nein! Sie holen jetzt Super Smash wieder rein und setzen ihn ab, sonst stopfe ich Ihnen die Granate in den Arsch und sehe mit Vergnügen zu, wie Ihre Eingeweide von der Decke tropfen. Klar, Mann? Hören Sie. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Wir haben versucht, Ihre Gruppe zu kontaktieren. Wir organisieren eine Revolution in Amerika. Wir? Der Wiesenau-Kreis. Spashy, bring diesen Wichser nach drinnen und gib ihm was Warmes zu essen. Ich steck das wieder rein. Scheiße! In Deckung! Nur ein Scherz, Mann. Ist ein Blindgänger. So einen kranken Humor. Oh, Sie erdrücken mich. Oh, das ist Chili. Rezept meines Vaters. Habe aber keinen Löffel. Oh, danke. Also, was ist mit dem Hühnerdraht? Hühnerdraht? Das ist mein faradäischer Käfig, Mann. Gefällt er Ihnen? Der hält das außerirdische Regime schön auf Abstand. Oh. Ich wurde fast von William Blazkowicz getötet? Oh, Scheiße! Ein kleines Baby, oh. Oh, Nippel. Darf ich? Sie waren hier, als die Bombe fiel. Ja, war ich. Ich habe das recht gut überstanden, weil ich unter der Erde war. Als ich rauskam, sah es aus wie eine Vision aus Dantes Inferno, wissen Sie? Ich erinnere mich an Verstümmelte, die durch den Nebel irrten. An Schreie, die durch die zerbombten Gebäude hallten wie heulende Geister. Eine Mutter war da mit ihrem Sohn. Blind stolperte der Junge durch all das Chaos mit weit ausgestreckten Armen und rief nach seiner Mutter. Die Hitze der Bombe hatte die Haut an seinen Armen verbrannt und sie hing runter. So wie ein Hemd, das ihm viel zu groß war. Und ich weiß noch, wie die Mutter versucht, zu ihm zu kriechen. Die Hälfte ihres Körpers war völlig weg. Einfach so weg. In so einem Moment, was denkst du da? Wenn du weißt, du verlierst alles, was du liebst. Was denkt man in so einem Moment, hm? Scheiße. Das wird eine Narbe geben. Monster waren das. Keine Monster. Menschen. Wo ist der Unterschied? Ihr Verlust tut mir leid, Mr. Blazkowicz. Ich habe Caroline kaum gekannt, aber sie war wohl eine tolle Frau. Sie hatte Eier aus Stahl. Eier. Warum müssen immer Eier herhalten, wenn einer mitteilen will, wie hart er ist? Kleine, äußerst zarte Dinger, geborgen in ihrer warmen, gemütlichen, verletzlichen Hülle aus schrumpeliger Haut. Scheiße. Das bleibt wohl ein Rätsel. Kein Rätsel ist der süße Saft, den sie produzieren. Ja, ich werde auch bald Vater. Sie ist der Kleine. Ist eine Sie. Oh, tut mir leid. Weswegen denn? Was ist, Speci? Schweine, jede Menge. Komm die Treppe hoch, eine scheiße Armee. Scheiße, die Wichser haben uns gefunden. Na, haben Sie einen Fluchtplan, Mr. Blazkowicz? Anja, wir müssen hier sofort raus. Verstanden, William. Schicke Hass 1 und Hass 2 für sofortige Evakuierung. Verstanden. Bringen Sie Ihre Leute aufs Dach. Ich stoppe die Angreifer, bis die Helis da sind. Brüder und Schwestern, hört zu. Ihr müsst alle sofort aufs Dach. Wir evakuieren. Und nehmt alles mit, was ihr tragen könnt. Los, die Zeit drängt, Leute. Na los, los. Beine. Alles klar? Schaffen Sie einfach Ihre Leute hier raus. Wir dürfen Action machen. Kommt her und holt mich, ihr weißen Faschisten-Schweine! Oh. Amazing Grace haben freigeschalten, okay. Na, kommt her. Gib mir deine Money. Bam, bam. Wow, wow, wow. Ab mit deinem Bein. Ah, das sind die Helikopter. Sind wir hier hochgeklettert? So. Hi. Na du? Wo kommt ihr denn alle her? Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Genau erledigt, wunderbar. Hey, kennst du den hier? Oh, der ist auch schon gestorben davon? Der nicht, okay. What the fuck war das? So. Hilfe. Noch einer von den Wichsern. aber gekriegt. Viele von diesen Drohnen haben die da, die Nazis. Ich treffe ihn nicht. So, jetzt. So. So, alles mitnehmen hier. So. Lesen. Wir haben alle vom Dach geholt. Springt hier rein, Blazko. Soll ich jetzt schon reinspringen? Carolina. Da. Noch ein Engel. Da war ein Konzeptat. Los, Blazko, springen Sie! Ja, lass mich das mal hier gucken, mein Gott, ey. Ich will alles haben. Sieht ganz dann noch aus. Hier drin haben wir nichts gehabt. Kein Konzept ab, kein Gold, nix. Scheinbar, dann. Oi! Easy. Diese kleine Schranke da, ey. Na, wer ist ein kleines Zeta? Du bist ein kleines Zeta, Abby. Ja, aber so viel zu, wir können nicht da reinfliegen, weil sie uns abschießen. Wir müssen es schaffen, Grace. Den Amerikanern den Kampfgeist zurückgeben. Eine Revolution entfachen. Scheiße. Wir kämpfen jeden verfluchten Tag, Blazkowicz. Aber die Weißen hier? Ha, die haben doch aufgegeben. Ich glaube, die haben auf Kämpfen gar keine Lust mehr. Nein, die tun alles, was der scheiß Kanzler ihnen sagt. So ein Schwachsinn. Sie wollen das Regime bekämpfen wie wir. Sie brauchen nur jemanden, der ihnen zeigt wie. Wissen Sie, wer jetzt im Süden das Sagen hat? Der Ku Klux Klan. Verdammt, habe ich recht? Genau. Und was werden sie tun? Wollen sie mit denen Händchen halten, Brücken schlagen und sie überreden, sich uns anzuschließen? Machen Sie doch auf, Blazkowicz. Ach, vergessen Sie die Überläufer. Die breite Masse ist wichtig. Hören Sie, ich bin ausgepowert. Ich mach's nicht mehr lang. Ich kann nicht mal mehr alleine stehen. Könnte schlimmer sein. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht haben sich alle mit der Tyrannei arrangiert. Das Regime ist vielleicht immer noch an der Macht, wenn ich verrecke. Schwester Grace hat immer recht, Bruder. Musste ich auch erst lernen. Ich weiß es nicht. Aber eins weiß ich. Wer den Amerikanern die Freiheit nimmt, spielt mit dem Feuer. Und ich gieße noch Öl hinein. Die Leute müssen lernen, das nicht mehr mitzumachen. Und wenigstens das will ich tun, bevor ich gehe. Sehen Sie, genau das meine ich, Blazkowicz. Sie wollen dem Regime Angst machen? Es an der empfindlichsten Stelle treffen? Sie wollen ein verdammtes Chaos anrichten? Tja, dann sind Sie an der richtigen Adresse. Wenn Sie immer noch mit allen Mitteln gegen das Regime kämpfen können, dann was wohl? Ha, dann wird mein Plan die Nation erbeben lassen. Oh, Scheiße. Muss ich jetzt etwa zurück nach Roswell? Ja, so sieht's aus. Was hältst du davon, du Dummerchen? Ich glaube, jetzt habe ich dich, mein Großer. Max Haas? Ich weiß nicht, Mäxchen. Hier werden also die Entscheidungen getroffen. Ha. Wir brauchen einen Platz zum Schlafen. Dieser Raum ist leer. Super Special! Herr Engländer, ich brauche ein neues Zuhause für meine Leute. Strom, Zugang zum Funkraum und ein Klo. Alles klar? Bitte. Was? Bitte. Wenn man was will, sagt man bitte. Und nennen Sie mich nicht nochmal Engländer. Okay, wollen Sie Ärger oder wollen Sie Hilfe? Ich bin für beides zu haben. Nicht drauf achten. Kann ich nicht kontrollieren. Ich kümmere mich drum. Was gibt's was? Hier ziehen wir ein. Oh. Alles klar, Schwester. Also, hör zu, Brüder und Schwestern. Der empfindliche Engländer zeigt euch, wo ihr das Zeug aufbauen könnt. Danach sucht ihr euch einen Platz zum Pennen und lernt die Bootsleute kennen. Und hey, provoziert keinen. Aber lasst euch auch nichts gefallen. Großartig. Tut, was die nette Lady sagt und folgt mir. Haben Sie Atomwaffen an Bord? Haben wir. Es gibt einige Atomsprengköpfe unten in Sektion F. Wir müssen uns einen davon besorgen. Der Eingang zur Sektion F wurde versiegelt. Er ist überflutet seit dem Angriff. Blazkowicz, können Sie schwimmen? Und wieder dürfen wir alles machen, na klasse. Gut. Teufel ist das? Ich sagte, was zum Teufel ist das? Sehe ich da etwa eine funktionierende Toilette vor mir? Nicht zu fassen! Ja, ja, diese Toilette kann alle möglichen Exkremente entsorgen. Fäkalien, Urin, Erbrochenes. Hast du Arschpapier? Wenn Sie Toilettenpapier meinen, ja. Ja, Arschpapier. Wir müssen uns natürlich etwas einschränken, aber ja, es gibt auch was zum Abwasch. Oh Gott, oh mein Gott! Ja, ja. Jesus, Maria und Josef! Eine Gott herunterspülende Toilette, dass ich das noch erleben darf. Das ist... Hey, okay, wir brauchen diesen Atomsprengkopf aus Sektion F. Holen Sie ihn, okay? Wofür? Wie bitte? Tess ist mal kacken gegangen. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao.